Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Seien Sie der gute Bulle, seien Sie der böse Bulle. Na, also eigentlich will ich ja der gute Bulle sein, muss ich mal sagen, ne? Egal, machen wir guter Bulle, warum nicht? Reden Sie mit ihm, appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Schauen wir mal, ob das klappt. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Ach shit, weil ich jetzt der böse Bulle bin, stimmt ja. Ach, okay. Vielleicht hätte ich mich dann andersrum entscheiden sollen. Ist aber ein bisschen doof gemacht, weil normalerweise die guten Antworten immer oben sind. Und daher stand, seien Sie der gute Bulle. Das heißt, wenn ich gut sein möchte, muss ich eigentlich auf die böseste Antwort klicken, seien Sie der böse Bulle. Das ist ein bisschen doof gemacht. Naja. Bailey hat damit nichts zu tun. Wir wollen nur ein paar Antworten. Ganz inoffiziell. Inoffiziell in einem Verhörzimmer der C-Sicherheit? Na klar. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wen soll er für Sie umlegen? Ich will meinen Anwalt sehen. Ihr Anwalt ist noch nicht da. Wir versuchen gerade, ihn zu finden. Ich sage kein verdammtes Wort mehr, bis er hier ist. Sie beide wissen gar nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Bailey wird nicht zulassen. Muss mal sein. Hören, Mr. Callum. Das war keine gute Idee. Dafür werden Sie bezahlen. Beherrschen Sie sich. Wir wollen, dass er redet. Tut mir leid. Mein Partner wird manchmal bei Verhören etwas nervös. Schlagen Sie mich ruhig nochmal, Arschloch. Für jeden Schlag wandern ein paar Credits. Wie Sie wollen. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Oh, das gibt Bösi-Punkte. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Jorm! Jorm Jalid! Ein Turianer aus den 800 Blocks. Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. Also Tod nützt er uns nichts. Wir müssen das nicht übertreiben. Ne? Er hat ihm zwei Schläge verpasst. Davon stirbt man ja nun nicht gleich. Also es sei denn, man schlägt wie eine Dampframme zu und bricht ihm dabei das Genick oder so. Aber normalerweise stirbt man von zwei Schlägen ins Gesicht jetzt nicht unbedingt. Oder wenn man jetzt vielleicht gerade einen gegen die Schläfe ganz blöd kriegt. Aber ist ja nun nicht unbedingt die Regel. Wenn er aufwacht, wird er Kopfschmerzen haben. Keine dauerhaften Schäden. Wir haben Koljats Ziel. Auf zu Talit, bevor er zuschlägt. Einverstanden. War jetzt vielleicht nicht die glücklichste Variante, gebe ich zu. Wäre schöner gewesen, wenn ich auf gut hätte machen können. Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Vor der Schlacht um die Citadel hat uns die Alien-Bevölkerung für gewalttätige Emporkömmlinge gehalten. Bedenken Sie, was seitdem alles passiert ist. Eine Flotte der Menschen, die die Station seit Monaten bewacht. Und C-Sicherheit besteht auch fast nur aus Menschen. Odina erinnert sie ständig daran, dass wir unseren Status hier verdient haben. Aber das scheint sie nur noch mehr zu verärgern. Wenn die Mehrheit ihn wählt, kann ich nichts dagegen tun, ob es mir gefällt oder nicht. So funktioniert das System nun mal. Hübsches Ideal, Shepard. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir.
Der tritt bestimmt für die AfT an, für die Alternative für Turianer, bin ich mir ganz sicher. Oder die Tugida. Entschuldigung. Gut, also auf zu den 800 Blocks, dann müssen wir den Kerl mal retten. Egal, was er für Ansichten hat, er darf nicht sterben. Ist einfach so. Oder er sollte nicht unbedingt getötet werden. Wäre vielleicht besser. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Er ist bereit, sogar seinen Sohn zu töten. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Ich fand seine Finger auch ganz interessant. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ja, das hatten wir schon. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Nee, ich fand Thanes Finger auch ganz interessant. Die sind ja teilweise zusammengewachsen gewesen. Gut, kleine Beschattungsaktion. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Wir müssen bloß halt immer ein bisschen aufmerksam sein, dass er uns nicht wegrennt hier. Haben Sie ihn? Aber es sollte eigentlich gehen. Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ist ja wie mit echten Politikern. Immer dieselbe Schleife, die abgespielt wird hier bei ihm. Gut, eigentlich kann er ja nirgendwo anders. Hi, Keeper! Rauskommen als hier vorne. Und da ist er auch schon. Ich glaube, ich wechsle mal die Seite, damit ich ihn besser sehe. Haben Sie das Ziel im Blick? Wobei, ob ich ihn von hier aus besser sehe, weiß ich nicht. Shepard antwortet gleich gar nicht erst. Ziel in Sicht. Gut, eigentlich kann er bloß links rumgehen, oder? Oh shit, jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Ah! Wie sieht's aktuell aus? Warte mal! Ich bin fast in Position. Er lässt den Leibwächter die ganze Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas damit zu tun zu haben. Kein Anzeichen von Ärger. Nur, dass der Kroganer ein bisschen auf die Kacke haut unten. Das ist alles. Gut, ich hoffe, der hat seine Geschäfte dann jetzt erledigt. Ist aber auch total unauffällig, wenn er so neben der Tür steht, ne? Ich sehe ihn. Wow. Im Laufschritt jetzt. Okay. Warum nicht? Gut, die gehen ja von durch. Ich folge ihm. Ist jetzt ein bisschen doof, dass die sich so weit aufgeteilt haben, aber... Gut, jetzt sind sie wieder zusammen. Da sieht man sie dann doch ein bisschen besser. Okay, wir sollten vielleicht dann doch hier drüben lang gehen. Zusammenbleiben, Shepard. Ja. Ich bin ja schon unterwegs. Bisher keine Probleme. Bin weiter dran. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal ein Zimmer weiter. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Geht noch bislang. Ja. Jetzt wird kritisch mit den Kroganern hier. Jetzt sind noch zwei andere. Sollte man auf den richtigen aufpassen. Wo ist er jetzt? Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Er wird nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Colliard irgendwo entdeckt. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bloodpack würde ich meinen, hä? Kann das sein? Ist auch ein bisschen unauffällig, wenn man hier mit Bloodpack durch die Gegend zieht. So, jetzt ist ein bisschen blöd. Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier hinten?
Ich gehöre zur Abteilung Gesundheit und Sicherheit der Citadel. Wir haben Berichte über Ungezieferbefall in den Lagern dieser Gegend erhalten. Was? Das kann nicht ernst sein. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Wie hätte ich das ohne Autorisierung wohl schaffen sollen? Sehen Sie noch andere Türen? Für die Keeper. Schon gut. Aber gehen Sie einfach weiter, okay? Danke. Ja, ja. Gut, wunderbar. Ich lasse da mal hier alles so, wie es ist. Ich glaube, da gibt es sowieso nichts zu finden. Okay, er ist noch da. Er ist uns nicht weggelaufen in der Zwischenzeit. Geht weiter, Kollegen. Geht weiter. Muss ich jetzt erst nach nebenan gehen, oder wie? Okay. Zane! Hab's gesehen. Er ist auf dem Weg zu Talits Wohnung. Kolyat. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf. Helfen Sie mir, Drill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine... Was zum Teufel? Talit, verschwinden Sie von hier. Ja, ja, das werde ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater hat nicht mehr viel Zeit, Kolyat. Er versucht, seine Fehler wieder gut zu machen. Du bist also hier, um von mir Vergebung zu erbitten, damit du in Frieden sterben kannst? Ich bin gekommen, um dir Frieden zu bringen. Du bist wütend, weil ich nicht da war, als deine Mutter gestorben ist. Du warst auch nicht da, als sie noch im Leben war. Warum solltest du also bei ihrem Tod da sein? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich ranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Kolyat, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Kolyat und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen. Es überrascht mich, dass Sie ihm das gestatten. Glauben Sie, er ist der Einzige, der je bei der Erziehung seines Sohnes versagt hat? Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Und so finden Sie am Ende doch noch zusammen. Hat alles noch ein gutes Ende genommen, zum Glück. Thane hat die Angelegenheit mit seinem Sohn geklärt. Nun sollte ihn nichts mehr von der Mission ablenken können. Thanes persönliche Angelegenheit hat Probleme mit der Politik der Citadel ans Licht gebracht. Möglicherweise müssen Elias Callum und ähnliche Verbrecher unterstützt werden, um gegen die Vorurteile Menschen gegenüber vorzugehen. Bailey von C-Sicherheit bietet eine mögliche Rekrutierung an. Naja, ich sag mal nichts dazu, ne? So, von wegen Elias Callum unterstützen, um die Menschenhasser zu schwächen oder zu töten, was auch immer. Ist halt Cerberus. So arbeitet der Unbekannte eben. Gut, aber zumindest haben wir damit die Loyalität von Thane sichergestellt und können uns nun auf den Weg machen, um auch Garrus ein bisschen zufriedenzustellen. Aber offenbar müssen wir erst noch auf Thane warten, bis er wieder draußen ist. Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt.
als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Wer immer dafür verantwortlich war, ist wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben. Ja, da haben Sie wohl recht. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Ich habe gesehen, wie diese Typen Geschäfte erpresst und Menschen bedroht haben. Stimmt. Aber er darf nicht einfach so damit durchkommen. Der Junge will was bewegen. Lassen Sie ihn soziale Dienste erledigen. Sozialdienst für Mordversuch? Welches Schwurgericht würde da wohl zustimmen? Keine, die ich kenne. Es dürfte nie vor eine Jury kommen, sondern müsste innerhalb der C-Sicherheit bleiben. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Der droppt dann in der Gegend rum und steht auf einmal mit dem Rücken zu uns. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so die gute moralische Antwort war gerade eben. Weil eigentlich damit jetzt der Mord gerechtfertigt wurde, dass es halt böse Leute waren, die er getötet hatte. Ich muss etwas Feines zubereiten. Es geht um ein Rendezvous. Und das ist überhaupt nicht okay, finde ich. Also einfach nur, weil es böse Menschen waren, einen Mord zu rechtfertigen. Warum ist das eine gute Antwort? Eine nette Antwort für gute Leute? Das verstehe ich nicht. Das passt einfach nicht. Das ist keine gute Antwort. Weil das so ein der Zweck heiligt die Mittel Ding ist. Finde ich nicht okay. Gut, wir schauen mal kurz hier nach. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Stimmt, da gibt's ja gar nichts weiter, was wir machen können. Bei dir auch nicht, oder? Hiroshimas! Jo. Wenn du das sagst. Okay, aber hier drüben gab's noch 2 Geschäfte, in die wollen wir noch mal kurz reinschauen. Die sind ja auch unsere Lieblingsshops. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ja, so sieht's aus. Was haben wir denn hier? Subjekt Anto Bektal. Anto Bektal gehört zu der kriminellen Organisation von Arya Tilok, die oftmals als Piratenkönigin von Omega bezeichnet wird. Arias Gang schottet sich zwar größtenteils nach außen hin ab, aber Anto ist auch anderen Geschäften nicht abgeneigt. Ob wir das für unsere Geschäfte, für unsere Zwecke ausnutzen können, ist im Moment noch unklar. Immerhin geht es dabei um Arya Tilok. Ja, der Name sagt es, glaube ich, schon, also es klingt zumindest stark nach Batarianer und ich glaube auch Anto war einer von den Leuten, die im Club damit rumstehen. Da müssen wir vielleicht nochmal vorbeischauen. Wird wahrscheinlich nichts Großes sein, aber kann man ja mal demnächst mitmachen, so nebenbei. Okay, hier kaufen wir nochmal ein bisschen was ein. Geld haben wir ja. Ach komm. Das nehme ich mit. Bisschen Tech-Schaden, bisschen Schadensschutz. Jetzt haben wir zwar so gut wie kein Geld mehr, aber was soll's. Ein bisschen unsere Werte auch bessern, das kann nicht schaden. Das ich bin gar nicht so schlecht. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische Störungen als Nebenwirkung haben. Na dann. Jake rennt so gerne. Was ist, wenn er dadurch umfällt? Okay, wir gehen mal nach nebenan. Hier müsste es sein. Die Schläger des Fälschers sind bestimmt drin. Genau so sieht's aus. Und an der Stelle mache ich nochmal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann geht's daran, Fate zu finden. Bis gleich. Gut, auf geht's. Da ist, glaube ich, schon unser Mann. Na, die sehen ja sympathisch und vertrauenserweckend aus. Ah, ich glaube, das ist unser Mann. Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also... Wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah. Diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt! Schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Warum schleichen Sie beide nicht woanders rum? Ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Wo
Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Tja, das ist ein bisschen doof gelaufen für ihn, ne? Aber ist natürlich klar, wie guckt Shepard denn? Der ist ja total betroffen und oh Gott. Ist natürlich klar, ein Volus kann nicht ohne vernünftige, kampfkräftige Beschützer rumlaufen, denn ich glaube, ein Volus, der kämpft, das ist... wird nicht so oft angetroffen werden, denke ich mal. Wir suchen jemanden, einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin? Was haben die Blue Suns damit zu tun? Sie nutzen seine Verbindung, damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt Zielsicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Nein, nein, nein. Naja, nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh, gut. Wie die Checker holen sie ihre Waffen raus und zielen aus der Hüfte aus ihnen. Mann, was ist mit dem Sprechen heute los? Zielen aus der Hüfte auf ihn, wollte ich sagen. Mit ihm gesprochen. Die zwei sind großartig. Okay, dann schauen wir mal ins Industriegebiet soll es gehen. Genau. Das ist auch das letzte Gebiet auf der Citadel, das wir betreten können, wo wir noch nicht waren. Sakira Ebene 26 ist jetzt nur ausgegraut, weil wir da jetzt gerade sind aktuell. Brechen wir mal auf. Darf ich denn eigentlich vorher nochmal irgendwie Truppenmitglieder und Waffen auswählen? Ich würde gerne eine andere schwere Waffe mitnehmen. Das wäre schön. Da ich diese seltsame, keine Ahnung, diese Nullnummer da mit habe, diese Ladehemmung, diese personifizierte, würde ich gerne nochmal tauschen bei der schweren Waffe. Ah ja, es geht nochmal. Sehr gut. So, wir schauen uns mal das andere Outfit von Thane an. Ja, das kann man machen. Aber nehme ich den jetzt mit? Ne, komm, wir nehmen mal Grunt mit, weil Grunt so ein... Oh, das sieht auch ganz gut aus. Weil Grunt so ein Experte in Diplomatie ist. Ich finde, der ist gut. So. Lass mal ziehen. Punkte müssen wir bestimmt bloß bei Grunt ausgeben. Genau. Gehen wir mal auf den Betäubungsschuss. So, was können wir denn da jetzt Schönes machen? Verbesserter Betäubungsschuss, ein massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischer Gewalt zurückwirft. Oder Betäubungswelle, leistungsstarke Sprengladungen geben ihrem Schuss einen Einschlagradius, sodass damit mehrere Feinde zurückgeworfen werden können. Ist eigentlich auch ganz geil, ne? Ne, ich gehe mal auf den Verbesserten. So, und dann können wir eigentlich loslegen. Bei Shepard nochmal kurz die schwere Waffe geändert. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Was ist denn das für ein komisches Ding? Modifizierte Version der klassischen Sprengpatrone. Habe ich nichts von gemerkt. Irgendwie hat die Sprengpatrone gefehlt dabei. Ich weiß es nicht. Wechseln wir auf jeden Fall mal. Die Avalanche haben wir noch nicht ausprobiert. Die Kryokanone, das ist dann jetzt wohl mal dran. Und damit geht's auf in die Industriegebiete.